Wir haben es mit einer sogenannten Druckwetterlage zu tun, heißt eigentlich der Normalfall, muss man sagen, für unsere Region. Wir sind in Mitteleuropa, wir sind im Übergangsbereich zwischen polarer Luft im Norden, zwischen wärmerer Luft im Süden und dazwischen kämpfen natürlich Hochs und Tiefs immer. Und das ist das Typische für uns, dieses wechselhafte Wetter. Und jetzt ist eben so, dass sich ein Tief wirklich eingegraben hat. Das ist ein Randtief und das ist über Westeuropa einfach schön bis nach Deutschland gezogen, mitten rein. Und dieses Tief ist flankiert von Hochs, also überall Hochs drumherum. Und darum kommt dieses Tief einfach nicht weiter oder ist nicht weitergekommen. Hat sich also an Ort und Stelle gedreht und hat dann die feuchte Luft immer eingesogen und gegen die kalte gedrückt. Man muss sich das vorstellen wie ein Schwamm, den man ausquetscht. Was da rauskommt, ist der klassische Landregen. Man hat den Eindruck, jetzt müsste das Wasser alle sein. Aber gerade da, wo eben Berge im Weg sind, wo die Wolken wirklich gezwungen werden aufzusteigen, da schüttet es wirklich über Stunden hinweg. Es waren auf dem Brocken jetzt 238 Liter pro Quadratmeter in 3 Tagen. Das heißt, 2 Badewannen auf jedes einmal 1 Meter Quadrat überall runtergekommen. Das ganze Wasser muss den Harz runter und dann wirklich durch die kleineren Flüsse. Und deswegen schaffen die es nicht mehr. Es gab neue Pegelrekorde, Ortschaften sind überflutet. Also selbst wenn es jetzt aufhört zu regnen, müssen diese 280 Liter vom Brocken ja irgendwie noch runter. Das Tief, dieser ausgequetschte Schwamm, der zieht jetzt wirklich ostwärts ab. Der ist größtenteils dann schon über Osteuropa. Also mit dem haben wir nichts mehr zu tun. Und was danach kommt, ist wieder das völlig normale Tiefdruckausläufer, die von Westeuropa immer schön durchziehen. Die bringen halt Schauer und Gewitter mit. Dann wird es mal warm, zieht die Front durch, wird es wieder kalt. Und so geht es wirklich mit dem typischen Wetter, auch wenn man das vielleicht nicht mag bei uns, aber geht es mit dem typischen Wetter in der nächsten Woche weiter.